Moin zusammen und willkommen zu einer weiteren Runde Scum. Ja, wir werden heute mal schauen, was wir so machen. Also, ich habe für heute eigentlich gar nichts vorgenommen. Ich schaue jetzt einfach mal. Oh, 10er Einheit Milch, sehr gut. Also, ich will jetzt heute nicht hier auch wieder den ganzen Tag rumgammeln oder so. Also ich werde gleich mal, wo wir vielleicht gleich hingehen werden. Vielleicht einfach mal in die neue City. Wäre ja vielleicht mal eine Möglichkeit, uns die mal anzuschauen. Aber erstmal loote ich nochmal schnell meine Base hier. Ah ne, die brauche ich nicht. So. Dann gehen wir jetzt nochmal zurück. Zwei Metalldinger. Oh, da ist eine komplette Werkzeugkiste. Die nehmen wir natürlich auch mal mit. Also wie ihr seht, es gibt hier auch ein paar neue Schränke. Ich habe gestern einfach mal ein bisschen versucht zu sortieren. Es hat auch so semi gut funktioniert. So. Aber ja, wie gesagt, das wollte ich auch nicht unbedingt jetzt in einem eine Aufnahme machen, weil ja, ich denke mal, das wird langweilig, wenn ich euch da stundenlang zeige, wie ich hier meine Sachen sortiere. Deshalb habe ich das gestern noch schnell irgendwie offline gemacht. Also ich denke mal, wenn wir hier unten langlaufen, könnten wir eigentlich die neue City, oder wir laufen bis nach A2 und dann da runter. Könnten wir uns mal die neue City angucken gehen. Weil mich würde auch schon mal interessieren, was ja, da so jetzt alles Neues ist. Ja, wir haben es heute Montagmorgen. Ich musste heute Morgen doch nicht so früh zur Arbeit. Ich habe jetzt irgendwie gestern die Spätschicht drauf Auge gedrückt bekommen, das heißt, ich muss von 14 bis 19 Uhr arbeiten. Ja, eigentlich von 13:30 bis 19 Uhr. Dadurch habe ich jetzt auch ein bisschen Zeit, noch eine Aufnahme zu starten. Und freue mich natürlich, jetzt endlich mal wieder ein bisschen noch zocken zu können, bevor ich dann halt gleich zur Arbeit muss. Ich werde aber auch hier die A3 Stadt umlaufen, weil ich möchte eigentlich schon gucken, dass ich so schnell wie möglich da in die neue Stadt komme. Damit es nicht immer so langweilig wird, wenn ihr dann halt nur seht, wie ich durch die Gegend laufe. Weil ich halt leider immer noch kein Auto habe oder kein Quad. Da muss ich irgendwie nochmal dran arbeiten. Ich habe es in letzter Zeit auch leider nicht wirklich ins Discord geschafft, um mal zu gucken, was die Admins sagen oder ob mir die Admins helfen könnten. Ich glaube aber schon. Also wie gesagt, ich habe ja mittlerweile auch im Discord gelesen, dass wir uns jetzt hier Fahrzeuge mieten können für Einzelspieler. Ich hoffe, ich zähle für die Admins als Einzelspieler mit dem Charakter und nicht mit meinem großen Char, weil ich im Quad, Squad bin. Aber das muss ich die Tage, wie gesagt, alles nochmal mit den Admins abschnacken. So, wir sind dann jetzt halt ein bisschen einfach mal ein bisschen schneller laufen dann halt. Dann läuft das halt auch. Mich würde schon mal so interessieren, was es alles in der neuen Stadt zu finden gibt. Denke, dass das wie in jeder Stadt ist, dass da eigentlich noch ganz normales Zeug gedroppt wird, kein Militärloot oder so. Aber ich war ehrlich gesagt noch gar nicht in der großen, also in der großen neuen Stadt, da ich auch momentan nicht dazu kann, einen Squad zu spielen. Weil wie gesagt, wenn ich 12 Stunden arbeiten bin oder so, dann habe ich eigentlich abends, wenn ich nach Hause komme, keinen Bock mehr auf irgendwas. Ich esse mir dann höchstens noch eine Kleinigkeit, lege mich aufs Sofa und meistens bin ich dann dabei.
Dazu kommt ja dann auch noch, dass ich ja, wie gesagt, öfters gesagt habe, in der Freiwilligen Feuerwehr bin, dann auch zwischenzeitlich mal Alarmierungen kommen. Mit meinen beiden Hunden oder mit den Hunden von meiner Tochter und von mir bin ich dann auch noch in der Rettungshundestaffel, wo dann auch schon mal das Öfteren, oder was heißt das Öfteren, aber ab und an auch schon mal eine Alarmierung kommt, was dann auch, wenn man die ganze Nacht unterwegs ist, ziemlich schlau. Also ich bin eigentlich so ziemlich ausgelastet, auch im Privatleben. Und ja, versuche jetzt halt trotzdem irgendwie noch so ein bisschen was auf YouTube zu machen, weil ich einfach das Spiel hier total geil finde. Auch die Entwicklung des Games. Oh, ich finde es eigentlich echt super. Also ich habe hier mittlerweile, ich glaube, fast 3000 Stunden an dem Spiel, was ich eigentlich schon ewig nicht mehr an irgendeinem Spiel überhaupt hatte. Von daher, ja, habe ich mich irgendwann mal entschlossen, einfach das Spiel hier mal mit YouTube zu versuchen. Was ich vielleicht bei Gelegenheit mal versuchen könnte, weil ich möchte mit dem Charakter eigentlich nicht im Squad mitspielen, um meinem Squad ja eigentlich nicht zu nerven oder auch dem Squad nicht unbedingt die Base zu zeigen. Also die Base von unserem Squad zu zeigen, hatte ich mich dann halt dazu entschieden, einen Zweitcharakter zu machen. Es wäre zwar besser, wenn ich im Squad wäre, weil dann hätte ich auch ein Fahrzeug und könnte eigentlich alles viel besser machen. Aber ja, wie es dann halt so ist, dann müsste ich dann, oder würde ich dann wahrscheinlich auch auf kurz oder lang die Base zeigen, indem ich ewig rein und rauslaufe und fahre. Und das wollte ich halt nicht, um den Leuten halt nicht zu ermöglichen, unsere Base zu raiden oder so. Deshalb habe ich mir halt jetzt eine eigene Base gemacht und einen eigenen Zweitschar. Ja, dadurch habe ich es jetzt natürlich auch ein bisschen schwerer, obwohl ich dann überlegen bin, meinen Sohn zu überreden, Tage mal irgendwie mit einem Auto abzuholen und dann einfach mal ein bisschen looten zu fahren oder so. Zumindest mal so die ganzen Sachen für die Aufwertung der Base-Elemente oder so. Ja, heute die Folge wird wahrscheinlich auch eher was langweiliger, weil, ja, wie gesagt, es eigentlich nur Lauten heute ist bis zur neuen Stadt. Ich denke mal, das Video, dass wir in der neuen Stadt ankommen oder so, wird wahrscheinlich dann das nächste sein. Denn ich glaube nicht, dass wir das heute alles so schaffen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß halt dabei zuzusehen, wie ich in die neue Stadt laufe oder wie ich vielleicht sogar verkacke. Oh, ja, bevor ich da jetzt drüber laufe, sollte ich mich nochmal schnell ausruhen. Weil ich spiele hier, wie gesagt, auch auf einem ziemlich aktiven Server und hier sind eigentlich auch ziemlich viele Leute ewig online, was das Ganze dann halt auch ein bisschen gefährlicher macht. Also wir haben hier mittlerweile wirklich so, ich glaube, ein 100-Slot-Server war es mittlerweile. Und zu Stoßzeiten, ja, haben wir schon mal so zwischen 75 und 80 Leuten auf dem Server. Gut, dadurch, dass wir es jetzt Montagmorgen 10:30 haben, werden wahrscheinlich gerade nicht so viele Leute drauf sein, weil viele arbeiten sind. Aber dafür habe ich ja gestern die Folge und davor die Folge gestern habe ich dann spät abends aufgenommen, wo halt wirklich viele Leute online waren. Aber leider auch keinen gefunden. Also ich meine, es ist schon faszinierend, dass man so riesen Karten hat und eigentlich niemanden findet. Also nicht so wirklich. Wenn man niemanden findet, ist man meistens ziemlich schnell tot. So,
hier haben wir zumindest mal eine Bunkeranlage, die wir mal ein bisschen durchsuchen können. Oder so für meine M1, die ich hier habe. Könnte man die vielleicht mal irgendwann mitnehmen. Auf jeden Fall ein M1 Suppressor, den könnte man schon mal mitnehmen. Das brauche ich nicht unbedingt. Hier hätten wir eine 1891. Ich liebe diese Waffe ja eigentlich, ne? Ich würde die gerne mitnehmen. Wenn es denn passt. Natürlich passt es nicht. Ich ziehe die erstmal drücken. Da hätten wir noch was. Vielleicht lasse ich es auch nachher unterwegs wieder fallen. Mal schauen. Aber jetzt erstmal für einen Moment. Nehmen wir so mal mit. Hier ist ein K98. Ach, da liegt noch eine Waffe. Dürfte auch wieder eine 1891 sein. Soll ja auch die Mosin, oder ist ja die Mosin, und eigentlich ein super geiles Snipergewehr. Oh, ein Waffenreparaturset, dann können wir doch eigentlich direkt mal reparieren. So, auspacken. So können wir sie nicht laden. Und noch eine Waffe, also im Moment ist hier echt doch Wahnsinn, was wir hier gerade alles an Waffen finden. Noch eine 1891, ein deutscher Stahlhelm. ZF39, passt das vielleicht auf die Mosin? Ja, passt sogar drauf, das ist sehr gut. Gucken wir mal, ob wir es repariert kriegen. Leider nicht. Aber egal, dann machen wir es erstmal so. Ein Schalldämpfer für die Mosin wäre jetzt natürlich nicht schlecht. Ja, wir können ja mal schauen, vielleicht gehen wir nach der großen Stadt oder so. Vielleicht nochmal in die Torpedofabrik oder so schauen, ob wir da irgendwas finden. Oder ob wir da jemanden finden, ein bisschen Action haben. Aber das kann ich alles noch kurzfristig entscheiden. Wenn wir mal irgendwann so weit sind. Ein Airdrop unterwegs würde mich noch freuen. Aber irgendwie habe ich mit Airdrops ja gar keine, ja, also gar kein Glück. Ich schau mal, es ist gerade auch gar kein Airdrop da. Oder bin ich einfach jetzt blind? Da ist kein Airdrop, da auch nicht, da nicht, da nicht, da nicht, da ist keiner, da ist keiner. Okay, also entweder bin ich blind oder wir haben gerade gar keine Airdrops auf der Map. Doch, da ist einer in C4. Das war's aber auch, glaube ich, schon. Also ich sehe keinen zweiten. Mal gucken. Mal
wahrscheinlich bei meinem Glück jetzt, wo ich nicht mehr in A4 bin, kommt wahrscheinlich nachher ein Airdrop in A4. So, ein Glück hatte ich ja auch schon mal des Öfteren. Bisschen skillen hier mit der Armbrust. Dadurch, dass ich ein Zielfernrohr drauf habe, skill ich gerade so ein bisschen Scharfschütze. Aber ich glaube, das wisst ihr ja schon alle, dass wenn man ein Zielfernrohr auf der Armbrust hat, Scharfschütze geskillt wird und wenn ihr das Zielfernrohr runter habt, wird einfach Gewehr geskillt. So, mal schauen, Scharfschütze, ja, da ich Scharfschütze noch nicht so wirklich super bin, ist das eigentlich immer ratsam, ein bisschen, ja, mit dem Scope auf der Armbrust dann halt Scharfschütze zu skillen. Eigentlich A0, der ist auch zu weit weg. Eigentlich nehme ich ja immer jeden Zombie mit, den ich finde. Und ja, skille so halt meinen Scharfschützen-Skill. Sehr pinkeln, dass ich jetzt gerade anhalte. Wie gesagt, mein Scharben, also Tarnung habe ich auch nicht so wirklich Knorke. Den Scharfschützen-Skill auch nicht, aber da muss ich dann halt ein bisschen was tun. Ja, und jetzt haben wir dann natürlich auch noch das Superwetter, was uns gerade so, naja, jetzt haben wir gleich auch wieder ein Unwetter. Das heißt, wir kriegen gleich so halt ein bisschen, ja, wieder die schlechten Seiten. Das Unwetter, Regen, Gewitter. Was aber auch manchmal halt hilft, so als Tarnung. Mal wenn das Wetter schlechter ist, ist die Tarnung noch nicht, oder gerade ein bisschen besser. Die Sicht ist auch ein bisschen verschlechtert, was uns dann vielleicht ein bisschen Glück gibt, dass wir vielleicht nicht ganz so schnell gesehen werden. Und da fängt uns schon das Gewitter an. Eigentlich so wie die letzten zwei Tage und Nächte hier bei uns. Na, was heißt Tage eigentlich? Die letzten zwei Nächte habt ihr auch Unwetter getobt ohne Ende. Halt, ne, da will ich ja eigentlich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich mal hier vorbei. Also ein bisschen umlaufen. Weil das ist eigentlich nur Bootsverleih und Fischerei-Event. Natürlich auch sein, dass da jemand ist,
der sich da vielleicht ausgelockt hat oder so. Einfach mal schauen. Und weiter. Sobald wir halt hier die Energie aufgeladen haben, also unsere Ausdauer. Erreicht haben, folgen einfach mal den Bahnschienen über diese Brücke hier, wo auch Züge draufstehen, was heißt Züge, Zugwaggons, und da ist auch manchmal militärischer Luft drin, Wasser. Da. Gesehen, dass es direkt zwei waren, weil sonst wäre ich vielleicht auch weiter wegstehen geblieben und hätte erstmal mit der Armbrust drauf geschossen. Auch wieder ein bisschen zu skillen. So, den Rest brauche ich eigentlich nicht. Weiter geht's. Erstmal schauen, ob der uns eigentlich erwischt. Ja, der hat uns natürlich erwischt, so dass wir verletzt sind. Erstmal hier in den Busch hinhocken. Wunde versorgen. Gut gehockt hat er sich jetzt nicht. Zumindest haben wir heute mal so ein bisschen Action gehabt mit den Zombies. Und nicht immer so langweilig, dass wir durch die Gegend laufen, das passiert eigentlich gar nichts. Im Prinzip hätten wir jetzt ja, die Zombies auch noch zerlegen können und aus den Knochen halt Knochennadeln machen. Für unser Nähzeug, wo wir auch aber jetzt die Knochennadeln erst mit da hinten hin irgendwo zu schleppen, mein Inventar voll zu machen und dann nachher irgendwann vielleicht wieder mit zur Base, das hätte es jetzt auch nicht gebraucht, deshalb habe ich es jetzt einfach mal gelassen. Absuchen, vielleicht finden wir ja was Vernünftiges. War kein Schalldämpfer für die Mousing, aber vielleicht finden wir irgendwas anderes. Ein paar Bolzen für die Armbrust wäre nicht schlecht oder so. Einfach mal schauen. Also hier in dem Game ist halt wirklich viel looten, viel looten, viel looten und am besten wenig sterben. Und ja, ich muss mich vielleicht auch ein bisschen entschuldigen, dadurch, dass ich halt hier so viel durch die Gegend laufe. Ist vielleicht manches ein bisschen langweilig. Ich hab gedacht, da steht ein Zombie. Ja, aber es war anscheinend nur ein Baumstamm.
Base oder sowas gebaut. Alleinspieler. Man weiß es ja nie, ne? Und wenn er gerade zu Hause ist oder so, hat man dann meistens auch schneller eine Kugel im Kopf, als einem lieb ist. Von daher immer vorsichtig sein. Der hätte jetzt natürlich da auch Minen vergraben können. Wenn ich da reingelaufen wäre, ja, hätte ich es auch hinter mir gehabt. Alles schon gehabt und alles schon mehr wie einmal gehabt und schon durch. Aufladen, die Ausdauer. Und vielleicht jetzt gleich auch mal ein wenig vorsichtiger dann darüber laufen. Jetzt mal hier ein bisschen abschauen, ob vielleicht jemand schon auf der Brücke ist. Sieht aber gerade mal nicht so aus. Aber trotzdem mal zur Vorsicht.
Also ich kann mal gut gebrauchen, das Ding hier nicht. Schlösser nehme ich gerne mit zur Zeit. Die anderen Sachen, Schrott und so, lieber nicht. Tape könnten wir vielleicht mitnehmen. Ja. Das zählt wieder nur als eins. Also mal Glück haben. Ein Baseballschläger, noch eine Armbrust. Ach du Scheiße, ja, ich sehe gerade, ich werde mich jetzt erstmal hier in den Busch verziehen und dann erstmal die Folge für heute beenden. Ich sehe nämlich gerade, ich muss jetzt eigentlich schon mit den Hunden raus, weil ich gleich schon was los bin. Dann hier will ich jetzt nicht halt mitten auf der Brücke absafen oder ausmachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da oder folgt mir auch gerne, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.